drei Symposiumstage im Sommersemester haben sich fest im universitären und im Heidelberger Veranstaltungskalender etabliert und sind daher in den Augen vieler Studierender ein fester Bestandteil des akademischen Lebens dieser Stadt. Die Frage von Gleichgewicht ist ja eine, die man in einer Situation, wo offensichtlich vieles aus den Fugen gerät, wie es Frank-Walter Steinmeier mal genannt hat, etwas ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Ich denke, dass ein solches Symposium, wo viele Meinungen zusammenkommen, wo vor allen Dingen auch unterschiedliche Ansätze zusammenkommen, genau der richtige Weg ist, letztendlich den gemeinsamen Nenner zu finden, nämlich dass wir, ohne andere zu beeinträchtigen, friedfertig in einer Gesellschaft leben wollen. Ich glaube, da gibt es Redebedarf, in der Politik vor allem. Wir müssen nämlich sprechen über die Instabilität des demokratischen Kapitalismus. Das ist das erfolgreichste Wirtschafts- und Gesellschaftssystem auf diesem Globus. Wenn man sich das Programm anguckt, finde ich, freue ich mich eigentlich schon auf die nächsten Tage einfach, weil alles relativ interessant klingt. Ja, es sind ein paar coole Vorträge dabei. Bankruptcy, ein Sturm auf die Bank. Sie hören in den Nachrichten, dass Ihre Bank Probleme hat. Wenn wir uns einfach die weltpolitische Lage ansehen, dann gibt es ja immer wieder Sachen, die nicht funktionieren. Oder wenn wir uns, weiß ich nicht, das Verhältnis von Frau und Mann in der Gesellschaft angucken, dann sind da ja auch immer noch Ungleichgewichte. Also ich habe schon das Programm irgendwie 2 oder 3 Wochen davor gesehen und dachte mir, ja, da muss ich hin. Also man bekommt komplett neue Blickwinkel und man hat auch so den Blick über den Tellerrand. Gleichgewicht braucht immer verschiedene Balancen. Ein multidimensionales Gleichgewicht kann man sicherlich mit diesen Leuten erzeugen, dann, wenn die Leute nicht hier weggehen und sagen, war eine schöne Veranstaltung, jetzt gehe ich wieder in mein Häuschen und mache genauso weiter wie vorher, sondern dass sie dann auch aktiv sich einbringen in die Gesellschaft. Ich finde es immer cool, so viele Leute zu treffen, die sich für das Gleiche interessieren und auch politisch interessiert sind, und die kommen ja alle zusammen. Thank you.